Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eins meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar dreht sich heute mal wieder alles um Skincare. Ihr wisst, das ist ein Thema, da gehe ich voll drin auf und ich bin super gespannt, denn ich werde euch heute mal ganz neue Produkte vorstellen und zwar die Produkte von Salted. Als kleine Info für euch, dieses Video findet im Rahmen einer Kooperation statt. Ich wurde von Salted angeschrieben, ob ich nicht mal die Produkte ausprobieren möchte. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich liebe Skincare und ich bin immer offen für neue Produkte. Ich habe mir dann die Seite angeschaut und den Online-Shop und die Produkte und ich war von vornherein mega begeistert und deshalb war ich auch total gespannt und habe mich darauf gefreut, diese Produkte auszuprobieren. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Produkte natürlich schon ausprobiert, über einen etwas kürzeren Zeitraum, einfach damit ich weiß, ob die Produkte überhaupt was für mich sind, ob ich die Produkte vertrage und ob ich die Produkte euch vorstellen möchte. Mein Eindruck bisher ist wirklich super. In diesem Video werde ich euch die Produkte einfach ein bisschen näher bringen, den Ablauf bei Salted, wenn man dort bestellt, denn da gibt es eine Besonderheit. Und ich zeige euch natürlich, wie ich die Produkte anwende. Dann wird es in ungefähr einem Monat nochmal ein Video geben, denn die Zeit, in der ich jetzt die Produkte benutzt habe, sind noch zu kurz, um euch wirklich ein richtiges Feedback zu geben, was das Ganze mit meiner Haut gemacht hat. Ich brauche da meistens so 3-4 Wochen für und daher kommt auf jeden Fall nochmal ein zweites Video. Und für die Leute, die jetzt schon mal ein bisschen im Online-Shop rumgucken und vielleicht das ein oder andere direkt auf Anhieb finden, habe ich auch noch einen richtig fetten Rabattcode für euch. Mit meinem Rabattcode, den ich euch einmal hier hinschreibe und den ihr nochmal in der Videobeschreibung findet, spart ihr ganze 40% bei Salted. Was ich richtig cool finde, ist der Matchmaker bei Salted. Dort könnt ihr euren individuellen Hauttyp und eure Vorlieben festlegen, so dass ihr Produkte empfohlen bekommt, die perfekt zu euch passen. Da kann man auch über die Texturen der Produkte entscheiden, ob man zum Beispiel eher was Geliges haben möchte, was Cremiges. Dann, wie der Duft sein soll, ob man das eher neutral haben möchte oder ob man das mit Duftstoffen versetzt haben möchte. Das ist mega cool, weil man einfach so eine riesig große Auswahl hat und wirklich Produkte auf sich zugeschnitten bekommt. Ich war da ein riesen Fan von. Ich war super überrascht, dass es sowas gibt und ich habe Produkte empfohlen bekommen, die mir direkt auf Anhieb, wo ich sie gesehen habe, zugesagt haben. Also ich wusste, okay, das sind zum Beispiel auch Produkte, die ich eventuell vorher benutzt habe. Das passt zu meinem Hauttyp und das passt zu meiner Haut und da wusste ich halt, dass da auf jeden Fall auch was hintersteckt. Und ich zeige euch jetzt einmal die Produkte, die ich bekommen habe. Zum einen war hier auch so ein kleiner Flyer dabei, das fand ich auch richtig cool. Und hier sieht man nochmal It's a Match, was auch richtig cool ist, denn mein Name ist auch auf einen Teil der Produkte aufgedruckt. Das finde ich auch richtig cool, so einfach ein bisschen personalisiert. Und hier sind die 5 Produkte, die wir jetzt durchgehen werden und in welcher Reihenfolge, wie oft und wie man die anzuwenden hat und wofür sie sind. Step 1 ist bei mir ein Gesichtsreiniger, den ich tags und nachts anwenden kann. Für den Duft habe ich mich für Pure entschieden und die Textur ist ein Gel. Ich mag halt Gelreiniger sehr gerne und ich habe den, wie gesagt, der schon ein paar Mal benutzt und der kriegt echt alles ab. Das ist ein mildes Reinigungsgel, was man sowohl abends als auch morgens benutzen kann, um das Gesicht zu reinigen. Enthält Spirulina-Alge, Aprikosenextrakt und Aloe Vera. Und ja, ich benutze so meistens 1 bis 2 Pumpstöße und mache damit mein Gesicht und meinen Halsbereich, Kinn mit lauwarmem Wasser sauber. Dann habe ich hier ein Niacinamide Serum. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von. Allerdings sind nicht alle gut, die ich bisher ausprobiert habe. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Serien nicht gut einziehen in die Haut und dann noch so eine Schicht. Man merkt das noch so, da ist noch so eine Schicht auf der Haut. Manchmal weißelt das bei manchen Serien. Und dieses Serum ist echt super und fühlt sich auch super reichhaltig an dafür, dass es nur ein Serum ist. Viele ziehen ja eher Creme einem Serum vor, weil sie das mögen. Das Gefühl auf der Haut ist es reichhaltiger. Aber dieses Serum gibt echt sehr, sehr viel und ich bin großer Fan jetzt schon. Wie gesagt, das ist ein schnell einziehendes Serum mit Niacinamid und grüner Mikroalge. Niacinamid vor allem verfeinert das Hautbild und sorgt für einen gleichmäßigen Ton. Die Haut strahlt und regt die Kollagenproduktion an. Ich benutze es meistens abends, man kann es allerdings auch morgens und abends benutzen. Step 3 ist ein Stay Safe. Das ist eine Tages- und Nachtpflege, Duft Pure und Textur Fluid. Das ist ein Feuchtigkeitsfluid.
und spendet nachhaltig Feuchtigkeit und ist wirklich mega angenehm auf der Haut. Das wende ich auch abends nach dem Niacinamide-Serum an und ja, es zieht sehr gut ein, es funktioniert auch mit dem Serum perfekt zusammen. Dann habe ich hier noch ein Go Further Contour Fluid, kannte ich so auch noch nicht, ein Produkt, was halt extra nur für die Konturen ist. Das ist ein Anti-Aging Fluid und den benutze ich auch nach dem Fluid, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, dieser Fluid wirkt schlaffen Gesichtskonturen entgegen, mildert das Erscheinungsbild feiner Linien und spendet sofortige Energie und Feuchtigkeit und benutze ich, wie gesagt, abends danach und trage es auf der Stirn, auf meinen Augen und hier auf dieser Partie auf und ja, lässt sich auch mega gut auftragen, zieht gut ein und sitzt echt sehr schön auf der Haut. Und dann habe ich hier noch etwas, das verwende ich morgens, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe und bevor ich Sonnenschutz auftrage. Und zwar sind das Go Further Vitamin C Drops. Das sind hochwirksame Vitamin C Drops, die verwöhnen die Haut. Ist eine Wirkstoffkombination aus purem Vitamin C und Vitamin E, wirken aufhellend, reduzieren Pigmentflecken, verbessern die Festigkeit der Haut und helfen Hautalterung vorzubeugen. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr danach Lichtschutzfaktor verwendet und nicht in Kombination mit AHA und BHA-Säuren verwendet. Da muss ich halt aufpassen. Ihr wisst, dass ich sehr gerne AHA verwende und an den Tagen, wo ich dann AHA und BHA verwende, benutze ich das nicht und mache meine selbe Routine, die ich abends mache, nochmal morgens und lasse das dann einfach weg. Aber ja, mega gutes Hautgefühl. Ich liebe die Drops und man kriegt echt auch nochmal so ein Strahlen für den Tag. Finde ich richtig gut. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch die Produkte vorgestellt und ich hoffe, ihr seid genauso interessiert daran wie ich und freut euch auf das Feedback in 3 bis 4 Wochen. Wie gesagt, ich benutze die Produkte jetzt ungefähr schon eine Woche. Ich bin bisher mega zufrieden und ich bin gespannt, wie sich meine Haut weiterentwickelt. Wie gesagt, alle Infos zu Salted findet ihr noch in meiner Videobeschreibung. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem TikTok oder auf meinem Instagram-Profil vorbeischaut. Beides findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, findet ihr hier 2 weitere Videos von mir und hier könnt ihr mich abonnieren. Danke fürs Zusehen und ciao und bis zum nächsten Mal.